Im Joballtag gibt es immer wieder Situationen, die du nicht auf dir sitzen lassen solltest. Wie du diese Situationen richtig ansprichst, erfährst du jetzt. Erstens, um einen mündlichen Termin bitten. Auch wenn das zunächst schwieriger als eine unpersönliche E-Mail erscheint, ist ein persönliches Gespräch die deutlich erwachsenere Option. Zweitens, bereite dich gut vor. Wenn du mit einer bestimmten Entscheidung deines Chefs nicht zufrieden bist, lege genau den Gedankengang dar und zeige, warum du die Entscheidung als falsch empfindest. Kritik treffend und sachlich formulieren. Um jetzt Kritik zu üben, ist es wichtig, dein Problem auf den Punkt zu bringen. Viertens, Chance auf Erklärung und Rechtfertigung geben. Damit das möglich ist, hilft eine Formulierung aus der Ich-Perspektive. Fünftens, eine Lösung finden. Du solltest eine genaue Vorstellung davon haben, wie das Gespräch verlaufen soll. Diese Vorstellung sollte auch beinhalten, mit welchem Kompromiss du zufrieden bist.